Okay. Let's go! Also ich habe jetzt vor ein paar Minuten beschlossen, dass ich eine ganze Woche oder ein bisschen drüber oder ein bisschen runter, ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange das dauern wird und so. Ja. Ich habe einfach mal beschlossen, alle CODs in irgendeiner Art und Weise zu spielen für Videos. Halt immer nacheinander, ja, so die ganzen CODs. Jetzt lag gerade MW3 neben mir und ich dachte, ich und MW3 sind schon immer so gute Freunde gewesen. Da dachte ich mir, ich könnte ja mal wieder MW3 spielen. Ob es eine gute Idee war, weiß ich nicht. Wir werden es herausfinden. Zwei Sekunden danach werde ich von der scheiß Predator geholt. Okay, vor kurzem habe ich einfach mal so aus Spaß, ohne unerklärlichen Grund wirklich, einfach so Black Ops 2 gespielt, ja? Hab halt ganz normale Black Ops 2 einfach mal so in der Lobby ein bisschen gesniped, hab versucht, einfach nur Spaß zu haben, wisst ihr? Einfach mal, einfach so. Ohne einen großen Grund, einfach nur Black Ops 2 gespielt, ja? Auf diesem Account habe ich ja wirklich, wirklich, wirklich viele von euch geaddet und ihr wisst auch mittlerweile alle, wenn ihr meine Videos guckt und wenn ihr meine Videos verfolgt, dass mein Gamertag einfach nur LAPICK ZZ ist. Es gibt keinen anderen, auf den ich wirklich spiele, außer halt mein privater, aber das ist halt wirklich unwichtig. Das ist mein Name. Ich habe keinen einzigen anderen Namen, ja? So, okay, jetzt passt mal auf. Ich komme also in die Lobby, ganz normal, ein ganz normaler, süßer Sebastian. Ich bin süß. Ich komme also in die Lobby wie ein ganz normaler Typ. Ich bin ja auch ein ganz normaler Typ, so. Will einfach nur zocken, ja? Es passiert schon mal, ab und zu, dass ich in der Lobby von Leuten erkannt werde, ja? Jemand sagt in der Lobby, hey, dich kenne ich von YouTube, ist voll cool, dich zu treffen, bla bla bla. Ich unterhalte und blablabla. Ich unterhalte mich doch noch ziemlich häufig mit euch, gar kein Problem, wirklich null Problem. Ich treffe also in der Lobby auf so einen Typen, ja, auf einen Typen mit seinem Kumpel. Gut, ich join in der Lobby rein, ich habe mein Headset auf, spreche aber nicht, weil ich mein Headset halt auf stumm habe und ich will einfach nur halt den Sound hören und bla bla bla, ein bisschen Musik hören und gut. Höre dann in der Lobby, dass der eine sagt, ey Digga, guck mal, da ist Lapix. So, jetzt passt auf. Ich denke mir so, hey, cool, das ist echt cool. Nice. Ich habe mich gefreut. Ich habe so angefangen zu lächeln. Saß hier so, ne, so total, total euphorisch, wie ich eigentlich immer drauf bin. Also ich fand das in dem Moment total cool. Ich habe mich wirklich gefreut. War kurz davor, halt mein Headset anzumachen und zu sagen, hey, was geht? Und plötzlich kommt sein Freund daher, sein cooler Kumpel, ja? Und sein Kumpel sagt dann plötzlich einfach so, ey, fall nicht auf diesen Spasti rein, das ist eh nicht der echte, der labert doch eh nur Mist. Man kann den Namen auf der PlayStation verändern, sodass man Leute faken kann. Das ist nicht der echte, lass es lieber, ey. Der labert eh nur Scheiße. Und ich dachte mir so, okay. Ich meine, ich habe schon davon gehört, dass man Namen faken kann, aber dass jemand meinen Namen ausgerechnet faken muss. Und jetzt passt auf, ich mach mein Headset an und sag so, ey, was geht ab? Ganz normal, ne? Der Typ keift mich an wie eine Scheißkatze, die man in eine Badewanne stecken möchte, ne? Du bist nicht der Echte! Du Scheiß, du bist peinlich! Geh nach Hause, geh wieder zurück zu deiner Mami, ey! Boah, du bist voll der Spaß, Digga! Ich schwöre, Alter, halt dein Maul! Und ich sag nur so, Digga, ich kann nichts dafür. Ich bin ich und ich kann nichts dafür machen, dass ich wirklich der bin. Und er nur so, ja, genau. Und ich bin Marcel Scorpion. Und mein Kumpel hier ist Montana Black. Ich sag mir nur so, okay, ist jetzt auch scheißegal, ich will jetzt nicht beweisen, dass ich der Echte bin und gut. Mach mein Headset also wieder aus, denk mir, gut, dann halt nicht. Wenn nicht, dann nicht, kann ich nicht viel gegen tun. Ich habe mein Headset also ausgemacht, das bedeutet, ich antworte nicht mehr auf seine Fragen, beziehungsweise auf seine Sätze, die er überhaupt generell so... Habe ich den gerade durch die Wand gequickst? Also ich antworte einfach gar nicht mehr drauf, was er sagt und bla 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 bla. Und dann sagt er so aus wie, ha, siehst du? Jetzt hat er plötzlich sein Headset ausgemacht. Jetzt hat er nämlich bemerkt, dass es bei mir nichts bringt. Ich erkenne sowas immer, wenn das nicht der echte ist. Ohne Scheiß, ne? Abgesehen mal davon, was da für Leute mittlerweile... Wow. Abgesehen davon, ja? Sobald ich in die alten CODs zurück... What the fuck? What the fuck? Sobald ich in die alten... Sobald ich in die alten CODs zurückgehe und versuche dort irgendwie ein Spiel zu machen, um gut zu sein, bin ich noch schlechter als sonst schon. Ich schwöre euch, ich verkacke. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Okay, ich bin Erster. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund bin ich gerade wirklich Erster. Ich habe nur wirklich 4 Schüsse für diesen Typen gebraucht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das, wenn ich sage, ich bin schlecht. Was? Wo zum Teufel? Ich habe gefühlt jeden Menschen angeguckt, den es auf dieser Welt gibt. Und dann bin ich auf ihn gestoßen. Er ist es. Er ist es wirklich. Meine Damen und Herren, hiermit stelle ich Ihnen Mann mit Gun 23 vor. Der Unsichtbarkeits-Cheater. Bitteschön. Thank you.
Okay, lassen wir die ganze Scheiße. Ohne Scheiß, wir haben das Spiel gewonnen. Obwohl er unsichtbar war. Das ist meiner Meinung nach sehr traurig. Sehr, 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 sehr traurig. Ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich verlasse jetzt die Lobby und komm nie wieder. Fick dich, MW3, halt dein Maul. Ich brauche keine Verabschiedung mehr. Fick dich.